Sinnvoller wäre es, am Arbeitsmarkt anzusetzen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch ältere Menschen in Beschäftigung halten. Das würde uns einerseits Gleicheinsparungen bringen und andererseits natürlich auch Altersarmut entgegenwirken. Hier müssen wir auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, denn der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei den über 55-Jährigen ist am höchsten. Viele Menschen sind vor dem Pensionsantritt arbeitslos.